Yo Leute, was geht? Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer neuen Geheimtipp-Vorstellung. Heute habe ich für euch einen richtigen Banger am Start. Das Spiel nennt sich Handmancers und ist aktuell in der kostenlosen Demo-Version verfügbar. Die könnt ihr natürlich ebenfalls auf Steam runterladen. Ich packe euch dafür den Link in die Videobeschreibung. Und wenn ich euch dieses Spiel einmal kurz zusammenfassen müsste, dann ist es ein Schere-Stein-Papier-Deck-Building-Roguelike. Das klingt jetzt erstmal sehr verwirrend. Ihr werdet aber gleich im Gameplay sofort erkennen, was ich damit meine. Und ich würde auch sagen, wir quatschen gar nicht lange rum, sondern starten da sofort rein. Falls ihr Lust auf mehr Geheimtipp-Vorstellungen auf dem Kanal haben solltet, lasst es mich gerne mit einem Like wissen. Und jetzt gehen wir sofort rein in die Action. Und dann landen wir hier in diesem stylischen Charakterauswahl-Bildschirm. Es gibt aktuell zwei spielbare Charaktere. Den zweiten kann man freischalten, indem man einfach dem Discord des Spiels joint. Und wir nehmen aber einfach mal die gute Crest, die man am Anfang hat. Die spezialisiert sich nämlich auf Klingen und startet mit einem Item, das ihr pro 3 fehlenden Max-HP einen Schaden mehr gibt. Und damit gehen wir sofort rein. Und kommen dann hier auf eine schöne Übersichtskarte. Das hat mich sofort an Slay the Spire erinnert. Wer das kennt, da muss man sich auch seinen Weg auf einer Karte suchen. Eins meiner absoluten Lieblings-Deckbuilding-Games. Und hier haben wir zum Anfang noch nicht viel Auswahl, aber wir können schon mal zum ersten Kampf durchmarschieren. Und der startet dann auch direkt. Und jetzt wird es nämlich interessant. Ihr seht hier den guten Slimy als Gegner. Und der macht jetzt einen Angriff. Es gibt in diesem Spiel 3 verschiedene Elemente, nenne ich sie jetzt mal. Wir haben Klingen, also Schere. Wir haben das Äquivalent zu Papier und wir haben einfach Stein. Und natürlich funktioniert das genauso wie das klassische Schere-Stein-Papier, das ihr ganz bestimmt kennt. Und die Mechanik ist die, wenn der Gegner zum Beispiel mit Stein angreift und wir spielen Papier, dann gewinnen wir natürlich und fügen ihm Schaden abhängig von unserer Karte hinzu. Wenn wir dasselbe spielen wie der Gegner, negieren wir sämtlichen Schaden. Und wenn wir etwas spielen, was gegen den Gegner verliert, bekommen wir den Schaden, der bei seiner Attacke dabei steht. Ich zeige euch das jetzt sofort hier, denn Slimy fängt jetzt natürlich an und will uns ordentlich Schaden machen. Der greift uns jetzt mit einem Stein an und wir spielen einfach ein Papier. Bedeutet, wir gewinnen, machen Slimy einen Schaden und haben selber keinen Schaden genommen. Jetzt spielt Slimy eine Klinge, das heißt, wir spielen einen Stein und Slimy kriegt wieder Schaden. Jetzt kommt eine weitere Mechanik ins Spiel. Wenn wir keine Karten mehr auf der Hand haben oder wenige Karten auf der Hand haben, können wir den Sprint-Button drücken. Der gibt uns dann neue Karten. Ich glaube, dann wird unsere Hand auf 5 wieder aufgefüllt. Wir bekommen aber auch einen negativen Zauber, der nicht gewinnen kann. Der heißt Cramp. Hier steht's, Cramp. Wenn man den spielt, verliert man immer. Den muss man aber natürlich aus der Hand bekommen, denn sonst hat man irgendwann die Hand nur noch mit diesen Cramps voll. Das heißt, den muss man taktisch sinnvoll einsetzen. Und jetzt spielen wir unsere Trumpfkarte, unsere legendäre Karte. Crimson Feast macht 3 Schaden, fügt 2 Bluten hinzu und damit ist Slimy weg vom Fenster. Ich kann jetzt schon sagen, ich finde dieses Spiel richtig, richtig geil. Ich habe schon mal eine kleine Tutorial-Runde reingezockt und ich finde es optisch geil. Gameplay ist geil. Das hier könnte wirklich ein richtig dickes Ding werden. Für alle, die so auf so Deckbuilding-Roguelikes stehen, ist das hier definitiv sofort ab auf die Wunschliste damit. Das landet bei mir sofort nach dem Video auf der Wunschliste. Jetzt haben wir eine Runde gewonnen und kriegen natürlich Loot. Wie soll es anders sein? Loot im Roguelike ist ein Pflichtprogramm. Wir bekommen 3 Loot Points und die können wir dann nach Belieben ausgeben oder wir können auch rerollen. Und das Loot hat eben immer andere Effekte, je nachdem, und kostet unterschiedlich viel. Jetzt haben wir hier zum Beispiel Quenching Blades. Füge 0 Schaden hinzu. Jedes Mal, wenn diese Karte gewinnt, fügt sie 1 Schaden permanent mehr zu. Oh, what? Das hier oben sind praktisch jetzt Gemstones. Die können wir in unsere Karten einbauen. Und das hier klingt schon mal richtig fett. Das können wir jetzt in eine rote Karte packen. Und das packen wir uns einfach mal hier rein. Und jetzt jedes Mal, wenn diese Karte einen Kampf gewinnt, dann fügt sie permanent 1 Schaden mehr zu, was natürlich richtig, richtig geil werden kann. Das früh im Run anfangen zu stacken und wir sind ready. Jedes Mal, wenn du eine Blades-Karte spielst, fügst du 1 Schaden hinzu. Das ist perfekt für unseren Charakter. Unser Charakter ist ein Blades-Charakter.
Der hat 3 Blaze zum Start. Jedes Mal, wenn du Stärke bekommst, fügst du eine Schwäche beim Gegner hinzu. Jedes Mal, wenn du Schwäche hinzufügst, fügst du einen Schaden hinzu. Jedes Mal, alle 3 Mal, wenn du Karten ziehst, stunst du den Gegner. Ein Blutung, ein Schwäche hinzufügen. Das ist nicht schlecht. Bekomme 2 Stärke. Ein Blutung, ein Schwäche, das nehmen wir mit. Packen wir uns hier rein. Jetzt haben wir eine Karte, die richtig dick ist. Die ist richtig gut schon, die Karte. Und dann leuchtet die auch so geil. Wenn man hier alle Gems voll hat, dann leuchtet die so richtig geil. Wie so eine, weiß ich nicht, Secret Rare bei Yu-Gi-Oh! Damals. Ich glaube, so hieß das. Die so richtig geil leuchten. Die man immer haben wollte. Und jetzt kommen wir zu unserem ersten Miniboss, würde ich sagen. The Not Yet Walking. Was hat er als Fähigkeit? Das ist jetzt ein Gegner, der hat auch eine Fähigkeit und kann mehrfach angreifen. Jetzt wird es nämlich langsam interessant. Natürlich bleibt das nicht so einfach wie bei Slimy. Wir können unseren Discard-Pile und unseren Zug-Pile nicht checken. Das ist nicht so wichtig, finde ich persönlich. Aktuell noch. Das wird später ein bisschen wichtiger. Aber jetzt am Anfang ist das nicht so wichtig. Wir fügen dem jetzt Bluten, Schwäche, noch mehr Schaden und dann nochmal 3 Schaden zu. Also die Karte, die wir da haben, ist richtig fett. Und da die jetzt gewonnen hat, macht die dann in der nächsten Runde ja permanent 1 Schaden mehr. Und ich glaube, das bleibt auch kämpfeübergreifend. Also permanent heißt für mich kämpfeübergreifend. Jetzt haben wir keine Karten mehr und das bedeutet, wir ziehen neu. Und da seht ihr schon, wir haben einen Cramp. Diese Karte kann nicht gewinnen. Bedeutet, die wollen wir natürlich jetzt schnell loswerden nach Möglichkeit, dass wir so wenig Schaden wie möglich kriegen, wenn wir sie spielen. Also werden wir sie jetzt in 2 Schaden reinspielen. Aua. Und da spielen wir unsere fette Karte rein, die Bluten hinzufügt. Und dann bräuchten wir mal wieder eine andere Karte. Wir countern mit Papier und du bekommst richtig Damage. Und ich glaube, das war's für dich. The Not Yet Walking. 2 Bluten und du bist weg vom Fenster. Sehr schön. Damit haben wir den ersten Mini-Boss oder etwas stärkeren Gegner erledigt. Oh, was haben wir hier? Meteor. Füge 3 Schaden für jede Karte in deiner Hand hinzu, dann werfe alle Karten in deiner Hand ab. Oh, das ist heftig. Das ist richtig heftig, aber auch sehr gefährlich, weil man alle Karten abwirft. Füge einen zufälligen Debuff hinzu, Gem-Combo. Füge 1 Schaden für jede Gems, für jede aktivierte Gem hinzu. Oh, das ist interessant. Wenn man viele Gems hat und dann eine Karte mit diesem Effekt spielt, macht die sehr viel Schaden. Am Anfang des Kampfes bekomme 2 Stärke. Jedes Mal, wenn du Bluten hinzufügst, fügst du 2 Schaden hinzu. Wir haben schon 2 Bluten-Effekte. Jedes Mal, wenn du eine Karte spielst, machen wir 2 Schaden? Das ist ja insane. Das nehmen wir mit. Und Ring of Blood nehmen wir auch mit. Das sind 2 richtig gute Items gewesen. Und jetzt können wir uns unseren Boss aussuchen. Es gibt aktuell nur einen Boss. Später könnt ihr euch dann euren Boss aussuchen. Je nachdem natürlich, was euer Deck vielleicht besser beantworten kann. Wir gehen jetzt zum guten alten Suppenkopfgegner. Und jetzt wird es langsam interessant, denn jetzt können wir uns unseren Weg aussuchen. Was ist das denn hier? Well of Wishes. Wir können eins unserer Artefakte drehen oder duplizieren. What? Ja, da gehen wir doch mal direkt hin. Das ist krass. Oh, was geht denn jetzt ab? What? Okay, das ist irgendwie ein bisschen spooky. Was bist du denn? Was ist das denn? Gib mir ein Artefakt. Wir können hier eins unserer Artefakte geben. Wir können es duplizieren oder drehen. Kann ich mir das aussuchen, ob ich das drehe oder ist das jetzt Zufall? Ich riskiere es. Wenn ich das dupliziere. Oh, das duplizieren, dann fügen wir jetzt 4 Schaden zu, wenn wir eine Karte spielen. Ich glaube, wir haben schon die absolute OP-Kombo. Und hier ist es auch sehr interessant. Hier können wir nämlich jetzt unsere Karten wählen. Wir haben ja 3 Stein, 2 Papier und 5 Klingen. Wir können jetzt uns eine unserer Sachen aussuchen und können die theoretisch zu etwas anderem machen. Bedeutet, wir können unser Deck etwas verlässlicher machen. Wir haben nur 2 Papier. Ich würde sagen, 3 Papier ist besser als, ja, nur 2 zu haben. Dann bekommen die anderen Papiersachen einen Schaden dazu. Das verliert einen Schaden, aber wir haben dadurch Schaden am Ende des Tages gewonnen, weil wir 2x 1 bekommen haben und 1x 1 verloren haben. Und wir haben jetzt ein etwas verlässlicheres Deck.
Das wird natürlich später, wenn man dann in die höheren Runden kommt, auch sehr, sehr wichtig, dass man da strategisch plant und sein Deck natürlich nach den besten Möglichkeiten aufbaut. Jetzt bekommen wir unseren ersten, naja, schon Gegner, der dreimal angreifen kann. Und das ist natürlich ekelhaft. Wir können einmal hier ihm ordentlich Blut reindrücken. Wir machen 4 Schaden, wenn wir eine Karte spielen. Das ist halt übel krass. Dann haben wir jetzt ein Papierschwert für das und wir haben Stein für das. Und das knallt jetzt richtig Damage raus. Wir machen jetzt halt wirklich immer 4 Schaden, wenn wir eine Karte spielen. Das ist so krank. Der ist einfach schon Half-Life. Das ist mal richtig krass. Das kommt rein, das kommt rein und wir ziehen einmal und Papier countern ihn dann komplett weg und das war's dann, glaube ich, schon für ihn. Natürlich ist dieser Effekt, füge 4 Schaden hinzu, jetzt am Anfang extrem stark. Mal sehen, wie stark das schon in den späteren Runden ist, weil man kann in der Demo tatsächlich schon relativ weit spielen. Wir packen hier wieder alles rein. Zumindest bin ich in meiner Testrunde nicht ans Ende gekommen einer Runde, sondern vorher draufgegangen. Ring of the Mosquito. Jedes Mal, wenn wir Schaden machen mit einem Gegner... Oh, jedes Mal, wenn wir Blutungsschaden machen, fügen wir einen Schaden extra noch hinzu. Oh, jedes Mal, wenn wir Bluten hinzufügen, fügen wir einen Bluten mehr zu. Das ist geil. Das bedeutet, wir brauchen jetzt mehr Bluten. Füge dir selber 2 Schaden zu, füge 5 Schaden zu. Bekomme 2 Stärke, füge dir selber 3 Schwäche zu, bekomme 1 Stärke. 25% Bonusschaden für diese Karte. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Packen wir uns mal hier rein. Bam, so. Dann macht die, glaube ich, 1 Schaden mehr. Genau, da macht die jetzt 4 Schaden statt 3. Nicht schlecht. Und wir müssen jetzt noch mehr Bluten haben. Also Bluten ist jetzt richtig krass bei uns. Und damit geht's rein in den ersten Bosskampf. Und ich glaube, das wird jetzt die erste Herausforderung werden. Da kriegen wir nämlich jetzt den guten Suppentopf-Dude. Und der ist richtig ekelhaft. Der hat nämlich die Fähigkeit, dass er mit sehr wenig Schaden anfängt. Er fängt jetzt mit 1-1-1 an, aber jedes Mal, wenn er angreift, bekommt er 2 Schaden, glaube ich, permanent dazu bis zum Ende des Kampfes, also bis man gewonnen hat. Das ist richtig ekelhaft. Wir werden jetzt, glaube ich, am Anfang einfach auch 3 Schaden von ihm nehmen, weil wir keine gute Antwort... wir haben keine gute Antwort auf ihn. Und ja, obwohl ich will den Stein eigentlich loswerden. Nächste Runde wird er halt Blades spielen, das heißt, wir müssen den Stein eigentlich aufheben, weil er spielt immer Stein... Blades und dann Papier, glaube ich. Oder Stein, Papier und dann Blades. Und er bekommt halt immer Schaden dazu. Jetzt spielt er Blades. Und da... Wir heben uns unsere Blades, glaube ich, auf. Oder nee, wir machen so, dann ziehen wir nach. Dann spielen wir den Cramp, weil wir sowieso da nicht gewinnen wollen. Wir können den Schaden ruhig nehmen. Ein Schaden ist in Ordnung. Und dann nächste Runde können wir ihm ordentlich Schaden reindrücken, auf jeden Fall. Jetzt nächste Runde können wir ihm dann jetzt ordentlich Schaden reindübeln. Hiermit und hiermit. Dann sprinten wir einmal. Haben leider kein Blades bekommen. Nehmen dann nochmal Schaden. Haben jetzt nicht unsere besten Karten gekriegt, um ihn zu countern. Aber wir fügen ihm jetzt richtig schön zu. 3 Blut. Oh, yes. Oh, yes. Oh. 50 Leben hat er noch. Also wir kriegen ihn auf jeden Fall gut runter. 4 Schaden hiermit. 4 Schaden hiermit. Und dann parieren wir, glaube ich, obwohl wir heben uns die für nächste Runde wieder auf. Das heißt, wir ziehen wieder einmal, nehmen 2 Schaden garantiert mit. Ach ja, stimmt. Eine Sache, die er auch als Effekt hat, die ich ganz vergessen habe. Er hat Duelist. Das bedeutet, parieren bei ihm hat keinen Effekt. Wenn wir parieren, dann sieht er das als Sieg für sich an und wir kriegen trotzdem Schaden. Das habe ich eventuell vergessen. Bedeutet, parieren bringt gegen diesen Boss überhaupt gar nichts. Man muss immer gewinnen. Aber ich glaube, wir haben es jetzt. Wir kriegen nochmal 4 Schaden. Heißt, wir haben noch 11 Leben. Aber er hat nur noch 8 Leben. Und wir können ihn jetzt... 8 Schaden macht das Blade. Oh mein Gott, warum macht das so viel Schaden? Was habe ich getan? Ah, weil jedes Mal, wenn uns Leben fehlen, kriegen wir mehr Schaden dazu durch die Maske hier. Deswegen machen wir so unglaublich viel Schaden. 8 Schaden mit einem Angriff. Was
eigentlich will ich mit dem Charakter echt immer wenig Leben haben, im Idealfall. Und das war der erste Boss. Der wurde vollkommen zerstört. Jedes Mal, wenn du Karten ziehst, bekommst du einen Stärke. Ja. Stärke hält nur für einen Angriff übrigens. Heile sofort 10 Leben. Oh, das wäre vielleicht nicht schlecht, weil wir haben relativ wenig Leben. 50% Base Damage für eine Karte. Oh mein Gott. Ja, her damit. Damit hat die wie viel? Kurz warten. Wie viel hast du jetzt als Schaden dazu? Okay, kann ich nicht sehen. Random Debuff. Füge einen Schaden hinzu, füge zwei Weakness hinzu. Deine Cramps fügen 3 Schaden hinzu. Das nehmen wir auch mit. Oh, das können wir nicht mehr mitnehmen. Wir haben nur noch einen Loot Point. Dann machen wir, dass unsere Cramps 1 Schaden hinzufügen, dass wir die irgendwas machen. Heilung wäre tatsächlich ziemlich gut. Es gibt Möglichkeiten, sich Regeneration zu geben. Wir gehen jetzt zum nächsten Boss. Den habe ich noch nicht gesehen. Keine Ahnung. Der sieht auf jeden Fall fett aus. Und hier kommen jetzt ganz viele neue Dinge, von denen ich kleinen Plan habe. Ein Random Meal, um uns zu boosten. Temple of Trinity. Was ist das hier? Spread Corruption onto one of your cards. Was? Wir können eine unserer Karte korrumpieren, aber was macht das? Ich habe keine Ahnung. Wo gehe ich jetzt lang, ist die Frage. Hier können wir Mirror of Fate, da können wir eine Gem kopieren. Das wäre gar nicht so schlecht. Aber das hier interessiert mich auch. Das hier interessiert mich auch. Aber ich glaube, wir gehen mal hier oben. Ich will wissen, was die Corruption ist. Das klingt krass. Aber jetzt bin ich gespannt. Jetzt können wir hier natürlich duplizieren. Füge 3 Schaden hinzu und füge 2 Bluten hinzu. Wollen wir auf jeden Fall haben. Mehr Bluten ist mehr Schaden bei uns, weil wir schon Bluten-Kombos haben. Und generell mehr Schaden ist natürlich auch geil. Wir haben jetzt, ich muss natürlich sagen, mit dem Charakter einen sehr klingenfokussierten Bild. Bedeutet, wenn der Gegner nicht so viel uns die Möglichkeit gibt, mit Klingen zu arbeiten, haben wir ein Problem. Wer kommt jetzt? What? Wer bist du denn? Frop. Elder Goblin. Okay, das sieht ekelhaft aus. Der greift 4-mal an. Man kann gegen den wieder nicht parieren. Also wenn man pariert, bekommt man garantierten Schaden. Oh mein Gott. Alle 3 Züge bekommt er einen Stärke. Jede 7. Aktion fügt einen Schaden hinzu. Also, wir dürfen nicht parieren. Das darf ich nicht vergessen. Das heißt, wir machen hier erstmal das. Countern seine Klingen. Und dann haben wir ein Problem, dass wir schon nichts haben, um seinen Stein zu countern. Und das ist jetzt auch schon ein ganz großes Problem hier. Wir haben nur Blades in der Hand. Oh mein Gott, das ist richtig schlimm. Ich könnte den Cramp hier loswerden für 4 Schaden. Oh, ich gucke erstmal, was passiert. Wir schauen erstmal, was passiert nach der Runde. Wir machen auf jeden Fall jetzt relativ viel Schaden. Wir machen immer 4 Schaden für jede Karte. Und wir machen natürlich Schaden für unsere Karten selber. Fügen ihm ordentlich Bluten hinzu. Fügen ihm Schwäche hinzu, was durchaus auch interessant ist. Und er hat schon mal gut Leben verloren. Was ist das denn? Oh mein Gott, hier sehen wir nicht, was er macht. Wie gemein ist das denn? Also das muss passieren, das muss passieren. Hier haben wir jetzt ein Problem. Wir werden jetzt... Ich würde eigentlich am liebsten hier den Cramp reinpacken, weil 2 Schaden ist in Ordnung. Aber wir haben halt nur Blades auf der Hand und wir können nicht parieren. Ich riskiere es, wir packen hier unser Blade rein. Es ist riskant, aber ich muss es tun. Wir müssen hier weiterhin seinen Stuff countern. Sonst habe ich einfach ein Problem. Wir wollen mit den Cramps natürlich immer so wenig Schaden wie möglich nehmen. Wenn wir schon Schaden mit denen nehmen müssen, dann immer so wenig wie möglich. Also für einen Zweier ist es am besten. Bitte mach jetzt Papier, bitte mach Papier. Moment. Ich habe verloren, nein, das war Stein. Oh, das ist perfekt. Das ist perfekt. Papier. Papier. Wir kriegen ordentlich Damage rein. Wir schmeißen den Cramp hier rein, da kriege ich nochmal 3 Schaden. Stein, Glück gehabt, dass ich Stein bekommen habe. Wenn man übrigens gesprintet ist, kann man die Karten nicht mehr entfernen, die man platziert hat. Man kann Karten, die man platziert hat, immer wieder entfernen, aber wenn man gesprintet ist, geht das für die Karten, die vorher schon platziert waren, nicht, damit man das eben nicht abusen kann. Sonst könnte ich da einfach Karten reinschmeißen, könnte sprinten und könnte die wieder rausnehmen. Das heißt, man muss sich dann schon festlegen.
Wir haben nur noch 12 Leben, das gefällt mir nicht. Aber ich glaube, das war's mit dem guten Frob. Wir machen ja mehr Schaden, je weniger Leben wir haben. Also immerhin machen wir jetzt viel Schaden. Oh, ich hätte nicht sagen sollen, dass es das mit ihm war. Doch, das war's mit ihm. Wir haben's. Oder? Wir haben's, ja. Wir haben's. Das war's. Oh, das war jetzt schon ein ganz schön ekelhafter Kampf, muss ich sagen. Also, uiuiui. Der hat ordentlich gefressen und hat auch ganz schön viel Schaden gemacht. Füge... Oh, wir bekommen 6 Rüstung. Also ich heile mich direkt mal 10 Leben. Jede dritte Aktion fügt Schwäche hinzu. Füge 2 Schaden für jede Karte in deiner Hand hinzu. Füge 0 Schaden hinzu. Jedes Mal, wenn diese Karte gezogen wird, 2 Schaden mehr. Füge dir selbst einen Schaden zu, bekomme 4 Rüstung. Okay, das wollen wir haben. Stonewall wollen wir auf jeden Fall haben für Rüstung. Das kann uns helfen. Weil die Gems werden, soweit ich weiß, auch gespielt, wenn man verliert. Die Gems werden immer getriggert. Yo, ich finde das richtig cool, dass sich die Karten-Artworks verändern, wenn man da die dicken Gems reinpackt. Ich würde sagen, wir wollen aber noch mehr Gems haben. Für jede Karte in deiner Hand. Ich packe halt eigentlich immer alle Karten direkt da rein. Ja, komm, wir machen das. Je öfter eine Karte gezogen wird, desto potenter ist sie. Wir holen uns mal ein bisschen was in unser Papierdepartment rein, weil wir echt wenig... Wir haben eigentlich nur Klingenbuffs gerade. Wenn der Gegner mich nichts mit Klingen machen lässt, habe ich ja ein dickes Problem. Jetzt bin ich gespannt, was die Corruption ist. Ich hoffe, die ist geil. Ich hoffe, dass das irgendwas richtig Starkes. Oh, what? Power of Corruption ist böse und falsch. Aber in den richtigen Händen. Oh, wir können eine unserer Karten zu einem Spell machen, der immer gewinnt. Oh. Her damit. Gib mir die Corruption, Baby. Also wir können uns jetzt einen Spell aussuchen, der jedes Mal gewinnt. Da würde ich tatsächlich sagen, wir verwandeln einen Klingenspell, weil wir dann von allem 3 haben. Und dann ist unser Deck sehr konsistent. Und wir haben eine Karte für den Notfall. Das heißt, unser letzter Klingenspell, der wird jetzt zu einem Always-Win-Spell werden. Boah, das ist richtig cool jetzt auch, wie sich die Karte verwandelt. Oh, oh, in so einen richtig fetten Boss. Und der macht aber natürlich noch einen Schaden, aber egal. Das ist praktisch unsere Komme aus dem Gefängnis Freikarte. Im Notfall können wir die spielen. So, wen kriegen wir jetzt? Jetzt bin ich gespannt, wer jetzt kommt. What? Ein Kultist, was hat der für Fähigkeiten? Was? Was? Wait, der zieht mir immer eine Karte aus der Hand. Moment. Stone, Blade und... Papier wirken in der umgekehrten Wirkungsweise. Also wollen wir jetzt immer das reinspielen, was schwach ist? Also ich möchte jetzt Klinge in Stein spielen. Eine random Card wird in einer zufälligen Location gelockt. Das ist perfekt für uns. Der hat nämlich Papier in Klinge reingespielt, was normalerweise richtig schlecht wäre. Aber da wir jetzt umgekehrt spielen müssen... Alle 3 Aktionen fügen ein Ausweichen hinzu. Oh mein Gott. Also wir müssen jetzt umgekehrt spielen. Bedeutet, wir müssen Stein mit Klinge countern. Und nehmen einen Schaden mit, weil wir nämlich dann schon mal den Sprint-Effekt loswerden können. Ich bin sehr gespannt. Ach, wir haben jetzt auch hier dieses Corruption-Ding in der Hand drin. Das ist ja cool. Zack, dann kriegt er nochmal Schaden, weil wir gewinnen. Ich darf halt nicht vergessen, dass ich wirklich immer das Gegenteil benutzen muss jetzt. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Jetzt hat er Stein in Klinge reingepackt, was natürlich für uns schlecht ist, weil wir das Gegenteil haben wollen. Wir wollen eigentlich Papier in Klinge. Wir haben jetzt gerade eine richtig schlechte Hand. Wir haben eine richtig schlechte Hand. Obwohl... Wir können sprinten und dann... Oh, wir könnten immer gewinnen, aber das ist nur 2 Schaden. Das nehme ich mit, dann bin ich den Cramp direkt los. Jetzt haben wir unsere Imba-Todeskarte in der Hand. Das Gute ist, wir kriegen 4 Rüstung. Also die Gems triggern immer, egal ob man verliert oder gewinnt. Das ist wichtige Info. Da war ich mir nicht 100% sicher.
Das Dumme ist, dass er sich auch dauernd ausweichen gibt, alle vier Angriffe. Und das bedeutet, es wird noch schwieriger. Oh, er hat unsere Always-Win-Karte gezogen. Ja, das war ein Fehler. So, wir wollen Stein im Papier. Wir wollen Papier in natürlich dem guten alten Klinge haben. Und dann wollen wir unseren Super-Angriff natürlich hier haben und gewinnen jedes Matchup. Ich habe außerdem Sprint gedrückt. Ich wollte eigentlich End-Turn drücken. Ja, das war natürlich sehr, sehr smart. Das war vielleicht ein kleiner Missklick. Ich hoffe jetzt sehr, dass der Typ nicht mehr so lange macht. Der hat schon 8 Bluten drauf, also der kriegt sehr, sehr viel Bluten rein. Jo, die Always-Win-Karte sieht ja richtig geil aus. Stein in Stein müsste immer noch denselben Effekt haben, dass es blockiert. Stein in Papier, da kriegen wir 6 Rüstung, dann können wir 6 Schaden nehmen, weil wir sowieso 6 Rüstung haben. Und dann können wir Papier in Blades reinpacken. Bis jetzt läuft das echt gut. Also umgekehrt ist für uns gerade echt richtig entspannt. Ich glaube, der wäre schwieriger, wenn der die Effekte nicht umkehren würde für uns aktuell. Ich glaube, das macht den Kampf gerade echt entspannt. Er hat noch 7 Leben jetzt. Jetzt hat er noch 6 Leben. Und er zieht uns natürlich direkt unseren Schwächsten in seinen schwächsten Angriff rein. Das ist perfekt. So, zack. Hier wissen wir eh nicht, was passiert. Also es ist eh egal, was wir da reinpacken. Und dann packen wir natürlich Papier rein und haben erfolgreich gewonnen. Geiler Fight. Sehr schön. Das war's mit dem Kultist. Fand ich sehr cool, seine Effekte. Aber ich hätte gesagt, das wäre leichter gewesen, wenn er nicht den Umkehreffekt. Er schwieriger gewesen für uns. Jedes Mal, wenn du Karten ziehst, fügst du 3 Schaden hinzu. Jedes Mal, wenn du Blade spielst, kriegst du 1 Stärke. Das müssen wir mitnehmen. Weil Blades sind unser stärkster Angriff. Das ist auch nicht schlecht. Füge 1 Schaden hinzu und gebe dir selber Regeneration. Ziehe eine Karte. Oh, das ist gut. Das ist richtig gut. Ich weiß, das könnten wir eigentlich in unsere Superkarte reinpacken. Dann ist das so eine Karte, die immer gewinnt und uns dann immer eine Karte nachzieht. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Das ist, glaube ich, extrem gut. Und dann könnten wir uns noch ein bisschen Schwäche hinzufügen. Ist auch nicht verkehrt. Dann können wir einen Angriff von einem Gegner... Ach komm, wir machen das mal in unsere... Ah, nee, es geht nicht, weil die schon so ein grünes Gem hat. Man kann, glaube ich, nicht 2 gleiche Gems in eine Karte schmeißen. Na gut, dann schmeißen wir das in unsere nächste Karte, die extrem stark ist noch. Dann können wir den Gegner schwächen. Das kann man auch taktisch sinnvoll einsetzen. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt der Boss. Ich habe keine Ahnung, was da kommt. Aber er hat 5 Millionen Fähigkeiten. Also der wird richtig schwierig werden, glaube ich. Yo, wer ist er denn? Corrupted King Frog, 235 Leben. Alle 15% fehlenden Leben geben ihm 1 Stärke, das ist schon mal schlecht. Alle 3 Züge kommt die Corruption und macht irgendwas, keine Ahnung, was die macht. Er entfernt alle Buffs auf sich selbst, aber wird Scheld nach 2 Zügen? Keine Ahnung, was das heißt, vielleicht bekommt er Rüstung. Alle 2 Aktionen 1 Stärke, alle 2 Aktionen 1 Riposte. Oh, das ist ekelhaft. Also Riposte bedeutet, wenn wir verlieren, bekommen wir nochmal extra Schaden. Alle 6 Aktionen werden wir gestunt. Boah, der ist ja richtig ekelhaft. Und gut, ich meine, das ist auch ein richtig fetter Boss, aber... Das ist ja richtig ekelhaft. Jetzt ist natürlich die Frage, wollen wir hier was reinspielen? Wir könnten eigentlich das da reinspielen, weil egal ob wir gewinnen oder verlieren, wir bekommen die 6 Rüstung auf jeden Fall. Das heißt, wir kriegen immer Rüstung, um seinen Schaden zu negieren. Jetzt brauche ich hier irgendwas, um die Blades zu countern. Quick Draw und Corrupted, ja. Können wir machen, glaube ich. Das ist in Ordnung. So, jetzt dürfte der eigentlich nichts machen. Wir bekommen auf jeden Fall Rüstung und wir haben sogar gewonnen. Er bekommt jetzt Riposte. Bedeutet, er macht nochmal schön extra Schaden, wenn ich verliere, was mir gar nicht gefällt. Er hat Riposte und Stärke. Das ist gut. Da können wir jetzt reinpacken. 5 Schaden. Das packen wir uns hier rein. Die macht jetzt schon ordentlich Schaden. Boah, wir haben echt eine schlechte Hand, muss ich sagen. Naja gut, wir könnten mit unseren Blades eigentlich seine Blades countern. Wir haben gar nicht so eine schlechte Hand und dann könnten wir gleich nachziehen. Aber damit warte ich mal noch. Ich könnte auch 4 Schaden nehmen.
könnte auch 4 Schaden nehmen und dann mir das hier aufheben und dann schon nachziehen. Okay, das ist ekelhaft. So, der kriegt Blut rein. Ich glaube, Blut ist für den tatsächlich das Beste auch, was wir machen können. Weil der natürlich fett ist und viele Leben hat. Das heißt, je mehr der blutet, desto besser. Aua. Ich habe noch 13 Leben. Der hat mir ordentlich Damage reingedrückt. Aber der hat doch viel Blut aktiv. Wait. Wait. Der hat mir das Ding aus der Hand gezogen. Nein, das ist... Ah, ich kann es wieder zurücknehmen. Nee. Nee, der hat mir einen Cramp reingedrückt. Was ist Corrupted? Was macht das? Ich glaube, das gewinnt immer. Oh mein Gott, das ist richtig ekelhaft, was wir haben. Wir machen jetzt natürlich auch mehr Schaden. Ich will Rüstung haben, weil wir kriegen hier 5 Schaden. Das heißt, wir brauchen eine Rüstung. 2 Rüstung kann ich immerhin mitnehmen. Das ist kein Blade, das ist ja Papier. Es sieht zwar aus wie Blade, aber es ist Papier, weil ich es ja geswitcht habe. Oh mein Gott, ich werde so viel Schaden hier nehmen. Oh mein Gott, das ist ein richtig schlechter Zug. Ich habe halt nur 23 Leben, das ist echt verdammt wenig, aber es gab auch irgendwie nichts, um mehr Leben zu bekommen. Oder, aua. Ja, seine Corruption gewinnt leider immer. Wir haben ihn auf Hälfte runter, wir haben noch 9 Leben und er stunt mich wieder. Das heißt, wir kriegen wieder einen Cramp, was richtig schlecht ist. Den packen wir ans Ende. Wir müssen jetzt sprinten, bedeutet, wir kriegen wieder einen Cramp. Wir gewinnen immer. Das packen wir vorne rein, weil wir nicht wissen, was da passiert. Dann packen wir uns dich rein. Du gibst uns... Was gibst du uns? 4 Schaden. Und dann packen wir dich rein. Dann haben wir theoretisch alles geblockt. Nee, ich glaube, wir kriegen 4 Schaden. Wir haben nichts, was uns Rüstung gibt. Aber wir haben 2 Cramps in der Hand, was natürlich ein Desaster ist. Das ist eine gute Karte. Wir können blocken, aber ich weiß nicht, ob wir das überhaupt überleben jetzt schon. Aua, ich glaube, wir überleben das nicht. Das war's. Wir sind erledigt. Schade! Wir haben 90 Leben, hat er, glaube ich, noch gehabt. Ah, schade. Aber ich kann jetzt schon sagen, geiles Game. Hat mich voll abgeholt. Also das, wie gesagt, das landet sofort auf meiner Wunschliste. Und je nachdem, wie es bei euch ankommt, das Game, hätte ich auch Bock, den anderen Charakter hier auf dem Kanal nochmal vorzustellen und zu zocken. Also mal gucken, ob euch das Game gefällt. Ich hoffe sehr, weil mir hat es wirklich verdammt gut gefallen. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen speziell. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass das definitiv bei allen Leuten, die Deckbuilding mögen, einschlägt wie eine Bombe. Gute Optik, schönes Gameplay, doch auch komplizierte Mechaniken. Also es ist am Ende doch relativ taktisch geworden, was mir sehr gut gefällt. Ja, geiles Ding. Ich hatte Spaß. Ich hoffe natürlich, ihr hattet auch euren Spaß. Folgt gerne dem Kanal, falls ihr nochmal vorbeischauen wollt, für weitere Geheimtipps oder andere Indie-Banger hier auf meinem Kanal. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich noch einen ganz schönen Tag. Bleibt gesund und vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Video oder Stream hier erneut wieder. Ciao, ciao, Leute.